Jetzt stehe ich in Meerhof unter einer Anlage, wo ich schon letztes Mal stand, aber das ist die einzigste Anlage, die gebaut werden durfte. Vielleicht wissen es die Kenner schon, und zwar E126 EP4. Da hinten stehen noch zwei Türme von EP4, die leider nicht gebaut werden durften. Und gleich geht's zu den geilen Anlagen. Ich bin richtig gehypt. Zu einem von diesen EP4-Türmen gehe ich gleich auch hin. Aber hier erstmal die fette EP4. Ja, dann gehe ich mal hier unten aufs Fundament. Also wirklich ein Riesenturm hat die EP4. Das ist krass. 135 Meter muss die haben. Und wirklich, das ist ein Windpark. Dieser Windpark ist immer wieder krass. Hier wird gebaut, gebaut und was wird noch gemacht? Genau, gebaut. Es geht gar nicht. Alter, so viele EP3, die gebaut werden noch und die sich drehen. Das ist schlimm. Und Delta 4000 auch. Ach, alles, wirklich. Eine I66 wird noch gerade abgerissen und hier sieht man den Kran. Ja, da wird noch gerade eine Anlage gebaut. Leider noch keine EP5. Da sieht man die ganzen Teile. Der erste Turmstumpf schon da. Ich vermute mal, dass die gleich ein Turmteil ziehen, weiß ich nicht. Die E126 EP3. Das ist dann meine erste E126 EP3, wo ich drunter stehen werde gleich. Ja, geil, wirklich. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich fahre erstmal nach Meerhof. Ja, ich habe von der E30 kein Video gemacht. Mache aber vielleicht eins, wenn ich wieder zurückkomme, weil ich muss ja genau lang nach Altenbeken. Ja. Zu den Anlagen werde ich dann auch, also zu der und dann zu den einen von den beiden Türmen. Gucke ich mir auch nochmal an, weil es wurden ja ganz viele hier storniert, also die wurden nicht weitergebaut, was sehr schade ist. Materialverschwendung. Fahren wir mal zu den Hinterrädern noch ein Video. Dann gehe ich zu einer E126 und zu einer E138 und noch zu einer Delta 4000. Und vielleicht zu einer Baustelle, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Hier sind auch schon Türme fertig, also die Betonstümpfe. Das müsste dann von E138 sein. Wo da fehlt noch das Metallteil. Da sind auch noch gar keine Teile da, vermute ich. So wie ich jetzt sehe, sind 1, 2, 3, 4. 4 Türme fertig, also 438er noch. Da habe ich letztes Mal gesagt, dass es EP3-Türme sind. Sind es aber gar nicht. Sind EP4-Türme. Fett die Anlage. Und halt das Besondere hier in Paderborn ist, dass die ganzen E101, E115, E92, E82 und die EP4, dass die alle weiß sind mit Tagesbefeuerung und roten Spitzen. Auch die E53 oder E48, was das hier sind, die haben auch rote Spitzen. Ich sehe gerade eine E66 oder E58. Da stehen noch ganz schön viele. Ich werde auch gleich zur E40 fahren, die keine Flügel mehr hat. Die werde ich mir auch angucken. Werde ich mal sehen, was das für eine Anlage ist. Mit die Flügel gucke ich mal an. Habe ich noch nicht gesehen. Weiß auch gar nicht, was damit passieren soll. Da ist ja jetzt gar nichts mit. Liegen da jetzt einfach vergammeln. Ja, dann fahre ich gleich in den verlassenen Abteil des Windparks, der komplett verlassen ist. Zu einer N149 will ich hin. Mal angucken, weil die in Wippersdorf hat sich ja nicht gedreht, leider. Ja.
Dann geht's gleich zur E126. Guck ich mir das nochmal an. Der Wind hat auch wieder ein bisschen zugenommen. Auf jeden Fall freue ich mich auf Altenbeken, auf die E126 EP3 und auf die E147 EP5. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Ich hoffe halt, dass sie sich dreht. Wenn nicht, ja. Ist auch nicht so schlimm. Aber da halt sieht man wieder den MST von den E126. Krass. Der wird auf jeden Fall noch gebaut. Dahinter ist auch noch ein Turm. Ein Turmstumpf, aber das ist wahrscheinlich von einer 138er auf 160 Meter. Also was anderes wird ja eigentlich gar nicht gebaut. Keine EP5 oder so. Nur EP3, 126er und 138er. Die 126er auf MST, 135 Meter oder was das ist. Nee, doch 135. Und dann die mit Max Bögel, die 138er auf 160. Jo. Mehr wird hier nicht gebaut. Gut, dann soll es gewesen sein. Die reißen ja auch ein E66-Turm noch ab. Das sieht man gerade nicht. Da hinten sieht man den blauen Kran. Gut, wir sehen uns bei der EP3 oder bei den verlassenen Türmen. Keine Ahnung. Bis gleich. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um den nächsten Teil nicht zu verpassen. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.